Hi, also ich begrüße dich hier aus der Serra de Tramuntana in Mallorca. Ich bin gerade hier am Wandern. Ich nehme dich mal kurz mit hier in diese Gegend. Kleiner Eindruck. Genau, eine wunderschöne Gegend, Serra de Tramuntana. Ist im Westen der Insel, im Westen von Mallorca. Und ich bin ja vor einer guten Stunde los, um hier zu wandern. Und ja, ich möchte dich gern da ein bisschen mitnehmen, wenn du Lust hast, auf das, was beim Wandern so passieren kann. Ist eine ganz angenehme Strecke, die ich hier laufe. Also noch was kurz zu der Strecke, recht moderat. Und zwar ist es hier in der Nähe von Inca, beziehungsweise von Inca noch weiter auf die Tramuntana zu. Und von einem Parkplatz am Fuß der Berge kann man dann hochlaufen zum Kloster Juk. Und da bin ich auf dem Weg. Mal schauen, wie es da ist. Jetzt noch mal kurz der Blick die Berge hoch hier. Genau, ich hoffe, du konntest was erkennen. Jetzt komme ich gerade aus dem dunklen Waldstück raus. Wir haben ein wunderbares Wetter heute. Gerade fürs Wandern fantastisch. Ja, was möchte ich dir gern mitteilen? Warum eigentlich wandern? Warum das Ganze? Ganz einfach, weil es Spaß macht. Bewegung macht Spaß, das ist das Allerwichtigste. Bewegung macht Freude. Also das weiß ich über verschiedene Dinge. Und aber auch das Wandern, das Bewegen, das Laufen macht einfach von sich aus dem Körper heraus Freude. Und genau. Das ist aber nicht nur das Allerwichtigste. Ich bin Heilpraktiker, ich bin Therapeut, Coach, Trainer, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also ich arbeite mit Menschen und ihren Problemen und Lösungen. Und ich habe dieses Wandern, jetzt ein bisschen windig hier, hoffe, du kannst mich noch gut verstehen. Ich habe das Wandern als ein tolles Medium entdeckt, als eine tolle Möglichkeit, innere Prozesse anzuschieben, innere Prozesse wirklich zu gehen. Ja? Also in dem Sinne den Weg zu gehen, weil Prozesse stehen oft an, aber das Problem ist oft, dass wir den Weg gar nicht gehen. Also den Weg vielleicht auch gar nicht gehen können und da nochmal Hilfe brauchen. So der Blick von außen. Und deswegen finde ich es immer wunderbar und es hat eine ganz schöne Stimmung, eine ganz schöne Energie, wenn ich das mit Menschen zusammentue. Ja. Wenn wir uns diesem Thema widmen, was es gibt und wenn wir es dann gehen, ist übrigens auch eine uralte Tradition. Ja, es nennt sich eigentlich Walking, the Walk, und das macht es dann. Das macht so noch den Unterschied vom Wandern zum, ja, therapeutisches Wandern hört sich so schrecklich an. Ja, zu einem Wandern, wo auch in dir was passiert und nicht nur äußerlich. Ja. Aber das lässt sich, glaube ich, sowieso nicht trennen. Die Frage ist nur, gehe ich gleich mit Fokus und Bewusstsein rein? Also sprich mit dem Bewusstsein, hey, wenn ich mich hier schon bewege, da kann ich doch was auf diesen Walk mitnehmen. Ja? So lässt sich das gut ausdrücken. Da kann ich was auf diesen Walk mitnehmen. Und was nehme ich damit ganz bewusst? Und voilà. Und das ist die spannende Frage, die wir vorab klären, vor so einem Walk oder beziehungsweise. Ist auch noch oft Teil so der ersten Phase bei so einem Walk.
Ja. Bei Natives, bei indigenen Völkern wird das auch so als Walking Medicine, also Medizin im Gehen, ja, etwas, was dich heilt, etwas, was dich kräftigt, wird das auch so bezeichnet. Das Walken, also mit diesem Thema Gehen und das wirklich Abwandern, diesen Weg, der gegangen werden muss, stellt Beziehung zu dir selber her. Das ist das Wichtige. Weil du hier auf so einem Walk einfach einen Raum hast, einen Raum für dich. Das ist Teil meines Jobs. Und das ist das, was die Natur uns noch dazu schenkt. Du hast hier einen Raum auf so einem Walk. Das ist das, was passiert. Und dieser Raum ist erstmal unendlich groß. Den darfst du, kannst du, und deine Seele und das Leben verlangt danach, dass du den füllst mit dir, um in diesem Raum, ja, diese Lösung irgendwie zu erkennen. Oder ob erstmal den Raum dafür haben, dass diese Lösung da sein kann. Genau. Das ist ein wichtiger Teil, was macht Wandern zu einer heilenden Medizin? Was macht diese Art von Bewegung zu einer heilenden Medizin? Ja. Dein Bewusstsein, unser gemeinsames Bewusstsein, unsere Verbindung und die Beziehung, die du wieder zu dir und zu diesem feststeckenden Thema bekommst. Genau. Und genau, meine Rolle ist in dem Fall, nicht nur für die Sicherheit zu sorgen, ja, vorher zu gucken, was muss man für Vorkehrungen treffen bei so einem Walk, was muss man mitnehmen etc., sondern eben genau diesen Raum aufzumachen, für dich da zu sein, für all das, was dann auftaucht und an den wichtigen Übergängen zu geleiten, zu leiten, da zu sein. Jetzt wird es gerade ein bisschen anspruchsvoller, beziehungsweise ganz zu Anfang war es auch schon mal so steil. Wechselt hier immer mal wieder. Ja. Und vielleicht fragst du dich ja, wieso, was, warum denn gerade beim Wandern, was passiert da? Durch das Laufen einfach diese sehr einfache Tätigkeit, ein Fuß vor den anderen und in der Regel schaust du oft auf den Boden, viel auf den Boden, wenn es eine Strecke ist, wenn es ein Boden ist, der ein bisschen Aufmerksamkeit erfordert, kommst du in eine gewisse Eintönigkeit, in eine gewisse Monotonie. Und die ist gut. Die lenkt den ganzen Mist ab. Und wenn dann hin und wieder die richtigen Impulse kommen, dann kannst du dich wunderbar durch deinen sonst so Sumpf hindurch manövrieren und dann irgendwann, wenn es recht bergig wird, so wie jetzt, irgendwann auf so einem Hochplateau wiederfinden. Und da bist du dann erstmal ganz frei. Ja. Also, meine Lieben, jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch
wünsche dir einen wunderschönen Tag, vielleicht auch bei Bewegung. Und wie gesagt, ich biete die Möglichkeit an, das mit mir zu erfahren, wenn du ein Thema hast, ein Problem, und das kann alles sein. Dann wende dich gerne an mich. Strecken zum Laufen, zum Wandern gibt es überall. Entweder hier auf Mallorca oder bei mir zu Hause. Zwischen Reutlingen und Tübingen, Großraum Stuttgart. Ja, ich freue mich auf dich und gemeinsam Lösungen zu erfahren und zu ergehen. Ciao.